Pest von Albert Camus. Ein Leseprojekt der Evangelischen Studierendengemeinde Berlin. 2020. Vierter Teil. Dennoch hatte Rambert vor jedem von ihnen und jedes Mal, wenn es möglich war, seine Sache vertreten. Sein Hauptgrund war immer der, dass er fremd war in unserer Stadt und dass sein Fall deshalb gesondert zu prüfen sei. Im Allgemeinen gaben die Leute das gern zu. Aber meistens hielten sie ihm vor Augen, dass sich noch einige andere Menschen in dieser Lage befänden und dass infolgedessen seine Angelegenheit nicht so einzig dastehe, wie er es sich vorstelle. Rambert konnte erwidern, dass sich damit an seiner Beweisführung nichts ändere, worauf er zur Antwort erhielt, es ändere aber etwas an den verwaltungstechnischen Schwierigkeiten, die sich jeder Ausnahmebehandlung entgegenstellten, da man Gefahr laufe, damit einen Präzedenzfall zu schaffen, und diesen Ausdruck gebrauchte man nur mit großem Widerwillen. Nach der Einteilung, die Rambert Dr. Rieu vorschlug, gehörte diese Art Klügler zu der Klasse der Formalisten. Außer ihnen gab es noch die Schönredner, die dem Bittsteller versicherten, das alles könne nicht lange dauern, die, wenn man Entscheidungen verlangte, von guten Ratschlägen troffen und Rambert mit der bündigen Erklärung trösteten, es handle sich nur um eine vorübergehende Unannehmlichkeit. Dann gab es die Wichtigtour, die den Besucher baten, seinen Fall schriftlich zusammenzufassen und die ihm mitteilten, sie würden über eben diesen Fall beschließen. Die Leichtfertigen, die ihm Übernachtungsgutscheine oder Adressen billiger Pensionen anboten. Die Planmäßigen, die einen Zettel ausfüllen ließen, den sie nachher einordneten. Die Überbeanspruchten, die die Arme gen Himmel warfen und jene Belästigten, die ihre Augen abwandten. Schließlich traf man am häufigsten die üblichen Beamten, die Rambert an ein anderes Büro verwiesen oder ihm einen neuen Schritt empfahlen. So hatte sich der Journalist in Besuchen ausgegeben und eine richtige Vorstellung von dem bekommen, was ein Rathaus oder eine Präfektur sein mochte. Solange hatte er auf Plüschbänken vor großen Anschlägen warten müssen, die einen aufforderten, steuerfreie, gut verzinste Staatsanleihen zu zeichnen oder sich in die Kolonialarmee anwerben zu lassen. So oft war er in Amtsräume eingetreten, wo Angestellte saßen, deren Gesichter ebenso leicht vorauszusehen waren, wie die Ordner und die Gestelle von Aktenstöße. Rambert bemerkte mit einem Anflug von Bitterkeit zu Rieu, der einzige Vorteil sei gewesen, dass ihm dies alles die wirkliche Lage verschleiert habe. Die Fortschritte der Pest entgingen ihm fast ganz, und außerdem verflogen die Tage so schneller, und bei den Verhältnissen, in denen sich die ganze Stadt befand, konnte man sagen, dass jeder vergangene Tag jeden Menschen dem Ende seiner Prüfung näher brachte. Vorausgesetzt, dass er nicht vorher starb. Rieu musste die Richtigkeit dieses Standpunkts zugeben, fand aber, diese Wahrheit sei doch ein bisschen zu allgemein gefasst. Einmal schöpfte Rambert Hoffnung. Von der Präfektur hatte er einen Schein erhalten mit der Bitte, ihn genau auszufüllen. Dieses Formular fragte nach seinen Personalien, seinem Zivilstand, seinem früheren und gegenwärtigen Einkommen und nach dem, was man sein Curriculum vitae nannte. Er bekam den Eindruck, es handle sich um eine Umfrage, die festzustellen suchte, wie viele Leute man an ihren Wohnort zurückschicken könnte. Ein paar undeutliche Angaben bestätigten diesen Eindruck. Aber nach einigen genauen Erkundigen konnte er die Stelle herausfinden, die ihm den Zettel geschickt hatte, und dort erklärte man ihm, man habe diese Angaben gebraucht für den Fall. »Für welchen Fall?«, fragte Rambert. Man setzte ihm auseinander, dass es sei für den Fall, dass er pestkrank werde und sterbe, damit man einerseits seine Angehörigen benachrichtigen könne und andererseits wisse, ob die Stadt die Spitalkosten zahlen müsse oder ob mit einer Rückzahlung durch die Familie gerechnet werden könne. Das bewies natürlich, dass er nicht vollständig von der Frau getrennt war, die auf ihn wartete, da die Gesellschaft sich immerhin mit ihnen befasste. Aber das war kein Trost. Bemerkenswerter, und Rambert bemerkte es infolgedessen, war die Art, wie inmitten einer Katastrophe ein Amt seinen Dienst weiterhin versehen und oft ohne Wissen der vorgesetzten Behörde Schritte aus einer anderen Zeit unternehmen konnte, aus dem einfachen Grund, weil es für diesen Dienst da war. Die folgende Zeit war für Rambert am leichtesten und am schwersten zugleich. Es war eine Zeit der Erschlaffung.
Er war auf allen Büros gewesen, hatte alle Schritte unternommen. Für den Augenblick waren nach dieser Seite hin alle Möglichkeiten erschöpft. Nun irrte er von Café zu Café. Er setzte sich am Morgen auf die Terrasse, bestellte ein Glas lauwarmes Bier, las die Zeitung in der Hoffnung, ein paar Anzeichen des nahen Endes der Krankheit zu finden, schaute den Vorübergehenden ins Gesicht, wandte sich angewidert von ihrem traurigen Ausdruck ab und nachdem er zum 100. Mal die Aushängeschilder der gegenüberliegenden Geschäfte, die Reklame der großen, schon nicht mehr erhältlichen Aperitifmarken gesehen hatte, stand er auf und wanderte ziellos durch die gelben Straßen der Stadt. So vertauschte er einsame Spaziergänge mit Cafés und Cafés mit Weinstuben, bis es langsam Abend wurde. Rieu sah ihn gerade eines Abends zögernd vor der Tür eines Cafés stehen. Dann schien er sich zu entschließen, trat ein und setzte sich ganz hinten hin. Es war um die Zeit, da in den Restaurants auf höheren Befehl der Augenblick des Lichtanzündens so lange wie möglich hinausgeschoben wurde. Die Dämmerung durchflutete den Raum wie graues Wasser. Das Rosa des Abendhimmels spiegelte sich in den Scheiben und die Marmorplatten der Tische schimmerten schwach in der beginnenden Dunkelheit. Inmitten des leeren Saals erschien Rambert wie ein verlorener Schatten und Rieu dachte, dies sei die Stunde seiner Verzagtheit. Aber es war auch der Augenblick, da alle die Gefangenen dieser Stadt die ihre fühlten und man musste etwas tun, um die Befreiung zu beschleunigen. Rieu wandte sich ab. Rambert verbrachte auch viel Zeit im Bahnhof. Der Zugang zu den Bahnsteigen war untersagt. Aber die Wartesäle, die von außen zu betreten waren, blieben geöffnet. Und weil sie schattig und kühl waren, ließen sich an heißen Tagen manchmal Bettler darin nieder. Rambert kam und las alte Fahrpläne, die Schilder, die das Spucken verboten und die bahnpolizeilichen Vorschriften. Dann setzte er sich in eine Ecke. Der Raum war düster. Ein alter, gusseiserner Ofen kühlte seit Monaten ab, während der Boden ringsum die achterförmigen Spuren des Besprengens aufwies. An der Wand lockten ein paar Plakate zu einem glücklichen und freien Leben in Cannes oder Bandol. Rambert hörte hier an jene entsetzliche Freiheit, die in der tiefsten Verarmung zu finden ist. Nach dem, was er Rieu erzählte, waren die Bilder, die er damals am schwersten ertrug, die von Paris. Eine Landschaft von alten Steinen und Wasser. Die Tauben des Palais Royal, der Nordbahnhof, die menschenleeren Viertel ums Pantheon und ein paar andere Orte in einer Stadt, von der er nicht gewusst hatte, dass er sie so liebte, verfolgten ihn, setzten ihn außerstande, etwas Bestimmtes zu unternehmen. Rieu dachte nur, er setzte diese Bilder an die Stelle seiner Liebe. Und am Tag, da Rambert ihm sagte, er erwachte gern morgens um 4 Uhr, um an seine Stadt zu denken, fiel es dem Arzt aus seiner eigenen Erfahrung heraus nicht schwer, zu merken, dass er dann an die Frau dachte, die er zurückgelassen hatte. Denn das war die Stunde, da er sie fassen konnte. Bis 4 Uhr morgens tut man gewöhnlich nichts. Man schläft, selbst wenn es die Nacht eines Verrats war. Ja, man schläft um diese Zeit, und das ist tröstlich, weil der große Wunsch eines unruhigen Herzens darin besteht, den geliebten Menschen unaufhörlich zu besitzen oder ihn, wenn die Zeit der Trennung gekommen ist, in einen traumlosen Schlaf zu tauchen, der sein Ende erst am Tag der Wiedervereinigung fände. Kurz nach der Predigt begann die große Hitze. Der Monat Juni ging zu Ende. Am Tag nach dem verspäteten Regen, der den Predigtsonntag gekennzeichnet hatte, brach sich mit einem Schlag am Himmel und über den Häusern der Sommerbahn. Zuerst erhob sich ein heftiger Wind, wehte einen Tag lang und trocknete die Mauern aus. Die Sonne strahlte Tag für Tag. Von morgens bis abends überfluteten ununterbrochene Hitze und Lichtströme die Stadt. Es war, als gäbe es außerhalb der Laubengänge und der Wohnungen kein Plätzchen in der ganzen Stadt, das nicht in blendenden Glanz getaucht war. Die Sonne verfolgte unsere Mitbürger bis in den hintersten Straßenwinkel und traf sie mit voller Wucht, wenn sie stillstanden. Da diese erste Hitzewelle von einem jähen Ansteigen der Todesfälle begleitet war, die sich auf ungefähr 700 in der Woche beliefen, bemächtigte sich eine gewisse Niedergeschlagenheit der Stadt. Aus den Vorstädten, aus den ebenen Straßen und den Flachdachhäusern schwand der Betrieb. Und in dem Viertel, wo die Leute immer unter der Haustür lebten, waren alle Türen geschlossen und die Jalousien heruntergelassen, ohne dass man wusste, ob man sich auf diese Weise vor der Pest oder vor der Sonne zu schützen suchte. Aus einigen Häusern jedoch drang Stöhnen. Früher waren bei solchen Gelegenheiten oft Gaffer zu sehen, die auf der Straße standen und horchten.
aber nach dieser langen Spannung schien sich jedes Herz verhärtet zu haben, und alle schritten oder lebten an den Klagen vorbei, als wären sie die natürliche Sprache der Menschen. Die Zusammenstöße an den Toren, in deren Verlauf die Polizei von ihren Waffen hatte Gebrauch machen müssen, schufen eine dumpfe Aufregung. Es hatte sicher Verwundete gegeben, aber in der Stadt redete man von Toten, da infolge der Hitze und der Angst alles übertrieben wurde. Auf alle Fälle stimmte es, dass die Unzufriedenheit ständig wuchs, dass die Behörden das Schlimmste befürchteten und allen Ernstes die Maßnahmen überlegten, die zu ergreifen wären, wenn die von der Seuche geknechtete Bevölkerung sich erheben sollte. Die Zeitungen veröffentlichten Bestimmungen, die das Verlassen der Stadt aufs Neue untersagten und Zuwiderhandelnde mit Gefängnisstrafen drohten. Patrouillen durchstreiften die Stadt. In den menschenleeren, überhitzten Straßen erklang oft Hufklappern auf dem Pflaster, dann erschienen die Wachen und ritten zwischen den Reihen geschlossener Fenster hindurch. Wenn die Patrouille verschwunden war, fiel die gefährdete Stadt erneut in drückendes, misstrauisches Schweigen. Von Zeit zu Zeit ertönten Schüsse. Ein kürzlich erlassener Befehl beauftragte besondere Gruppen, die Hunde und Katzen zu töten, da sie Flöhe übertragen konnten. Dieses trockene Knallen verstärkte noch die Alarmstimmung in der Stadt. In der Hitze und dem Schweigen und in den verängstigten Herzen unserer Mitbürger bekam übrigens alles eine größere Bedeutung. Die Farbe des Himmels und die Gerüche der Erde, die den Wandel der Jahreszeiten ausmachen, wurden zum ersten Mal allen spürbar. Jeder begriff mit Schrecken, dass der Sommer da war. Das Pfeifen der Mauersegler im Abendhimmel über der Stadt wurde dünn. Es war die Junidämmerung, die bei uns den Horizont weit macht, nicht mehr gewachsen. Die Blumen kamen nicht mehr als Knospen auf den Markt, sie waren schon voller Blüt, und nach dem morgendlichen Verkauf bedeckten ihre Blütenblätter das staubige Trottoir. Man sah deutlich, dass der Frühling sich erschöpft und in Tausenden von Blüten verschwendet hatte, die nun ringsumher prangten, und dass er jetzt einschlummern werde, erdrückt von der zwiefachen Last von Pest und Hitze. Für alle unsere Mitbürger hatten dieser Sommerhimmel, diese von Staub und Langeweile weiß werdenden Straßen, den gleichen bedrohlichen Sinn wie die 100 Toten, die täglich schwer auf unsere Stadt fielen. Der unveränderliche Sonnenschein, die Stunden, die nach Schlaf und Ferien schmeckten, luden nicht wie früher dazu ein, das Wasser und den Leib zu feiern. Nein, sie erklangen hohl in der verschlossenen, verschweigenden Stadt. Sie hatten den kupfernen Glanz der glücklichen Zeit verloren. Die Sonne der Pest löschte alle Farben aus und vertrieb jede Freude. Das war eine der großen Wandlungen der Krankheit. Gewöhnlich begrüßten alle unsere Mitbürger den Sommer und mit Fröhlichkeit. Die Stadt öffnete sich dann gegen das Meer und ergoss ihre Jugend auf den Strand. Diesen Sommer hingegen war das nahe Meer untersagt. Und der Körper hatte kein Recht mehr auf seine Freuden. Was tun unter diesen Umständen? Wiederum ist es Tarou, der das getreueste Bild unseres damaligen Lebens entwirft. Wohlverstanden verfolgte er die Fortschritte der Pest im Allgemeinen und bemerkte ganz richtig, dass in der Seuche eine Wendung eingetreten war, als im Rundfunk nicht mehr Hunderte von Todesfällen in der Woche bekannt gegeben wurden, sondern 92, 107 und 120 am Tag. Die Zeitungen und die Behörden versuchen, die Pest hinters Licht zu führen. Sie stellen sich vor, dass sie eine Runde abgewinnen, weil 130 eine kleinere Zahl ist als 910. Er beschrieb auch die pathetischen oder augenfälligen Seiten der Epidemie, wie das Erlebnis mit jener Frau, die in einem verlassenen Viertel mit geschlossenen Jalousien unvermittelt über ihm ein Fenster aufgerissen und zwei laute Schreie ausgestoßen hatte, ehe sie den Laden vor dem dichten Dunkel des Zimmers wieder zuschlug. Anderswo vermerkte er, dass die Pfefferminzplättchen aus den Apotheken verschwunden seien, da viele Leute sie lutschten, um sich vor einer möglichen Ansteckung zu schützen. Er fuhr auch fort, seine Lieblingspersonen zu beobachten. Man erfuhr, dass der kleine Alte mit den Katzen ebenfalls ein tragisches Dasein führte. Eines Morgens hatten nämlich Schüsse geknallt, und das gespuckte Blei, wie Tarou beschrieb, hatte die meisten Katzen getötet und die übrigen so erschreckt, dass sie die Straße verließen. An demselben Tag war der Alte zur gewohnten Zeit auf seinen Balkon getreten, hatte eine gewisse Überraschung gezeigt, sich hinausgebeugt, forschend die Straße hinauf und hinabgeblickt und sich dann zum Warten entschlossen. Er hatte eine Weile gewartet, auf das Geländer getrommelt, ein wenig Papier zerfetzt, war hineingegangen, wieder herausgekommen,
Dann war er nach geraumer Zeit plötzlich verschwunden und hatte wütend die Fenstertüren hinter sich geschlossen. An den folgenden Tagen wiederholte sich der Vorgang, aber in den Zügen des kleinen Alten konnte man immer deutlicher Traurigkeit und Verwirrung lesen. Nach einer Woche wartete Tarot vergeblich auf die tägliche Erscheinung und die Fenster blieben hartnäckig vor einem gut begreiflichen Kummer geschlossen. Verboten, in Pestzeiten auf Katzen zu spucken, folgerte das Tagebuch. Andererseits traf Tarot sicher, wenn er abends heimkehrte, in der Halle des Hotels die düstere Gestalt des Nachtportiers, der auf- und abspazierte. Er erinnerte jedermann daran, dass er die Ereignisse vorausgesehen habe. Als Tarot zugab, er habe wohl ein Unglück prophezeit, aber doch von einem Erdbeben gesprochen, antwortete der alte Nachtwächter. Ach, wenn's nur ein Erdbeben wäre. Ein tüchtiger Stoß und damit Schluss. Man zählt die Toten, die Lebenden und der Spaß ist zu Ende. Aber diese Schweinerei von einer Krankheit, sogar die, die sie nicht haben, tragen sie im Herzen. Der Direktor war nicht weniger niedergedrückt. Am Anfang waren die Reisenden durch die Schließung der Stadt im Hotel festgehalten worden, da sie nicht mehr fortgehen konnten. Aber als die Seuche länger dauerte, hatten es viele allmählich vorgezogen, bei Freunden zu wohnen. Und alle Hotelzimmer blieben aus den gleichen Gründen leer, aus denen sie bisher besetzt gewesen waren, da keine neuen Reisenden mehr in die Stadt kamen. Tarot blieb einer der wenigen Mieter und der Direktor verfehlte keine Gelegenheit, ihm zu sagen, ohne den Wunsch, seinem letzten Kunden einen Dienst zu erweisen, hätte er seinen Betrieb seit langem geschlossen. Er bat Tarot oft, die wahrscheinliche Dauer der Epidemie abzuschätzen. Man sagt, dass die Kälte solche Krankheiten unzuträglich sei, bemerkt Tarot. Der Direktor verzweifelte. Aber hier wird es nie richtig kalt. Und auf alle Fälle würde es ja noch ein paar Monate dauern. Übrigens sei er sicher, dass die Reisenden noch lange einen Umweg um die Stadt machen würden. Diese Pest sei das Ende des Fremdenverkehrs. Erkundigungen ergaben, dass die Frau ihre eigene Mutter gepflegt und begraben hatte und jetzt ihre Quarantäne durchmachte. »Ich habe das nicht gern«, sagte der Direktor zu Tarot. »Quarantäne hin oder her, sie ist verdächtig und die anderen infolgedessen auch.« Tarot fand, dass von diesem Standpunkt aus alle Welt verdächtig sei. Aber der andere ließ keinen Einwand gelten, sondern hatte seine ganz bestimmten Ansichten in der Frage. »Nein, Herr Tarot, Sie und ich sind nicht verdächtig, aber die anderen.« Herr Auton jedoch änderte sich wegen einer solchen Kleinigkeit nicht. Und diesmal hatte die Pest das Nachsehen. Er betrat den Speisesaal auf dieselbe Weise, setzte sich vor seinen Kindern und führte weiterhin vornehme und feindselige Reden. Nur der kleine Knabe hatte sich im Aussehen verändert. Er war schwarz gekleidet wie seine Schwester, ein bisschen mehr in sich zusammengesunken und erschien wie der kleine Schatten seines Vaters. Der Nachtwächter, der Herr Auton nicht gern sah, hatte zu Tarot gesagt, »Ach der krepiert mal an den Kleidern. Dann braucht man ihn wenigstens nicht zurechtzumachen. Der wird stracks abgehen.« Panelou-Predigt war auch vermerkt, aber mit folgendem Zusatz. »Ich verstehe dies anziehende Feuer. Am Anfang und am Schluss von Heimsuchungen macht man immer ein wenig in Rhetorik. Im ersten Fall hat man die Gewohnheit noch nicht verloren und im zweiten hat man sie schon wieder angenommen. Im Augenblick des Unglücks allein gewöhnt man sich an die Wahrheit, das heißt ans Schweigen. Warten wir ab.« Schließlich verzeichnete Tarot, dass ein langes Gespräch mit Dr. Rieu gute Ergebnisse gezeigt habe. Bei dieser Gelegenheit erwähnte er die hellkastanienbraune Augenfarbe von Rieus Mutter, versicherte merkwürdigerweise gleichzeitig, dass ein Blick so voll Güte immer stärker sein werde als die Pest, und widmete schließlich dem alten von Rieu behandelten Asthmatiker ziemlich lange Abschnitte. Nach jener Unterredung hatte er den Arzt zu diesem Patienten begleitet. Der Alte hatte Tarot spöttisch grinsend und händereibend empfangen. Er saß im Bett, an sein Kopfkissen gelehnt. Auf seinem Schoß standen die zwei Töpfe mit Erbsen. »Aha, noch einer«, hatte er gesagt, als er Tarot sah. »Die reinste verkehrte Welt, mehr Ärzte als Kranke. Es geht schnell, ja? Der Priester hat recht, wir verdienen es nicht besser.« Am nächsten Tag war Tarot unangemeldet wiedergekommen. Das Tagebuch erzählt, dass der alte Asthmatiker Kurzwarenhändler von Beruf gewesen war und mit 50 Jahren gefunden hatte, er habe genug geleistet. Er hatte sich ins Bett gelegt
und war seither nicht mehr aufgestanden. Dabei hätte sein Asthma ihm das Stehen sehr wohl erlaubt. Eine kleine Rente hatte ihm das Leben ermöglicht. Nun war er 75 Jahre alt und trug nicht schwer an seinen Jahren. Er konnte den Anblick einer Uhr nicht leiden, und tatsächlich gab es im ganzen Haus keine einzige. »Eine Uhr ist etwas Teures und etwas Dummes«, pflegte er zu sagen. Er maß die Zeit und hauptsächlich die Essenszeiten, die ihm allein wichtig waren, mit seinen zwei Töpfen, von denen der eine bei seinem Erwachen voll Erbsen war. Die füllte er mit gleichmäßigen, sorgfältigen Bewegungen in den anderen um. So fand er sich in seinen Tagen zurecht, die mit dem Kochtopf eingeteilt wurden. »Alle 15 Töpfe muss ich etwas zum Beißen haben«, sagte er, »das ist ganz einfach.« Wenn man seiner Frau glauben wollte, hatte er übrigens schon sehr früh Zeichen seiner Berufung erkennen lassen. Es hatte ihn nämlich nichts jemals interessiert, weder seine Arbeit noch die Freunde, noch das Wirtshaus, noch die Musik, noch die Frauen, noch die Spaziergänge. Er war nie aus der Stadt hinausgekommen, außer einen Tag, als er sich in Familienangelegenheiten nach Algier begeben sollte und am nächsten Bahnhof wieder ausgestiegen war, weil er es nicht über sich brachte, das Abenteuer weiter zu betreiben. Mit dem ersten Zug war er zurückgekehrt. Als Tarot sich über sein eingesperrtes Leben wunderte, hat er ihm im Groben erklärt, dass nach der Religion das Leben eines Menschen in der ersten Hälfte ein Aufstieg und in der zweiten ein Abstieg sei, dass während des Abstiegs die Tage nicht mehr dem Menschen gehörten und man sie ihm jeden Augenblick entreißen könne, dass er also nichts damit anfangen könne und es infolgedessen das Beste sei, nichts damit anzufangen. Er scheute sich übrigens nicht vor Widersprüchen, denn bald darauf hatte er Tarot erklärt, es gebe sicher keinen Gott, da sonst die Priester überflüssig wären. Aber aus einigen folgenden Bemerkungen entschloss Tarot, dass diese Philosophie eng mit dem Ärger verknüpft war, den ihm die häufigen Almosensammlungen in seiner Gemeinde verursachten. Was dem Bild des Kreises jedoch seine Abrundung verlieh, war ein scheinbarer, inniger Wunsch, den zu wiederholten Malen vor Tarot er äußerte. Er hoffte, sehr alt zu werden. »Ist er ein Heiliger?«, fragte sich Tarot. Und er gab zur Antwort, »Ja, wenn die Heiligkeit sich aus Gewohnheiten zusammensetzt.« Zur selben Zeit jedoch unternahm Tarot eine ziemlich eingehende Beschreibung eines Tages in der verpesteten Stadt und vermittelte so einen richtigen Begriff von den Beschäftigungen und dem Leben unserer Mitbürger während dieses Sommers. »Niemand lacht, außer den Betrunkenen, und die lachen zu viel«, sagte Tarot. Dann begann er seine Beschreibung. »Am frühen Morgen wehen leichte Winde durch die noch menschenleere Stadt. Es ist, als hielte zu dieser Stunde die Pest zwischen den Toten der Nacht und den Sterbenden des Tages einen Augenblick inne, um Atem zu schöpfen. Alle Geschäfte sind geschlossen. Aber an manchen bezeugen Schilder, geschlossen wegen Pest, dass sie nachher nicht mit den anderen zusammen öffnen werden. Schlafende Zeitungsverkäufer rufen noch keine Nachrichten aus, sondern lehnen an den Straßenecken und bieten ihre Ware mit nachtwandlerischen Gebärden den Laternen dar. Sobald in einem Augenblick die ersten Straßenbahnen sie wecken, werden sie sich in die ganze Stadt verteilen und Blätter auf Armeslänge vor sich hinhalten, auf denen in großen Buchstaben das Wort »Pest« steht. »Werden wir einen Pestherbst erleben?« Herr Professor B. antwortet »Nein«. 180 Tote, das ist die Bilanz des 94. Tages der Pest. Trotz des Papiermangels, der immer fühlbarer wird und einige Zeitschriften gezwungen hat, ihren Umfang zu vermindern, ist eine neue Zeitung entstanden, der Epidemiebote. Er stellt sich die Aufgabe, unsere Mitbürger mit gewissenhafter Unabhängigkeit über die Fortschritte oder das Nachlassen der Krankheit zu unterrichten, ihnen die berufensten Einsichten über die Zukunft mitzuteilen, allen Bekannten oder Unbekannten, die die Geißel bekämpfen wollen, die Unterstützung seiner Spalten zu gewähren, den inneren Halt der Bevölkerung zu kräftigen, die Anweisungen der Behörden bekannt zu geben, mit einem Wort, alle diejenigen, die guten Willens sind, zu sammeln, um wirksam gegen das Unglück, das uns trifft, zu kämpfen. In Wirklichkeit hat sich diese Zeitung sehr schnell darauf beschränkt, Inserate von neuen, unfehlbaren Pestverhütungsmitteln zu veröffentlichen. Gegen 6 Uhr morgens werden alle diese Zeitungen in den Schlangen verkauft, die sich mehr als eine Stunde vor der Öffnung der Geschäfte an den Eingängen bilden und dann auch in den Straßenbahnen, die überfüllt aus den Vorstädten hereinfahren.
Die Straßenbahn ist das einzige Verkehrsmittel geworden und die Wagen mit ihren zum Bersten besetzten Trittbrettern und Schutzgittern kommen nur mühsam voran. Merkwürdig ist es indessen, wie sich alle Fahrgäste nach Möglichkeit den Rücken zudrehen, um eine gegenseitige Ansteckung zu vermeiden. An den Haltestellen entlässt die Straßenbahn eine Fracht Männer und Frauen, die es eilig hat, auseinanderzugehen und allein zu sein. Es kommt häufig zu Auftritten, die einzig auf die zum Dauerzustand gewordene schlechte Laune zurückzuführen sind. Nach der Durchfahrt der ersten Straßenbahn erwacht die Stadt allmählich. Die ersten Restaurants öffnen ihre Pforten. Die Schanktische hängen voller Tischschilder. Kein Kaffee. Bringen Sie Ihren Zucker mit. Und so weiter. Dann öffnen die Geschäfte. Die Straßen beleben sich. Gleichzeitig steigt die Sonne und die vom Julihimmel niederstrahlende Hitze wird bleiern. Das ist die Stunde, in der die Müßiggänger sich auf die Boulevards wagen. Die meisten scheinen es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, durch die Schaustellung ihres Luxus die Pest zu beschwören. Alle Tage sieht man gegen 11 Uhr in den Hauptstraßen junge Männer und junge Frauen dahinschlendern, denen man die in den Zeiten großen Unglücks gedeihende Lebensgier anmerkt. Wenn die Seuche sich ausdehnt, werden auch die Sitten freier werden. Wir werden die mailändischen Saturnalien am Rand der Gräber wieder erleben. Mittags füllen sich die Gaststätten im Nu. An den Türen bilden sich sehr schnell kleine Gruppen von Leuten, die keinen Platz mehr gefunden haben. Der Himmel wird farblos vor lauter Hitze. Am Rand der sonnenberstenden Stadt warten im Schatten der großen Markisen die Esslustigen, bis die Reihe an sie kommt. Die Restaurants sind überfüllt, weil sie für viele die Ernährungsfrage vereinfachen. Hingegen lassen sie die Furcht vor Ansteckung unvermindert bestehen. Die Gäste verlieren viele Minuten mit geduldigem Abreiben ihres Bestecks. Vor kurzer Zeit schlugen gewisse Restaurants an: Hier wird das Besteck ausgekocht. Aber nach und nach haben sie auf alle Reklame verzichtet, da die Gäste ja ohnehin gezwungen waren, zu kommen. Der Gast gibt übrigens gern viel Geld aus. Erlesene oder als solche verkaufte Weine, die teuersten Gerichte bilden den Anfang einer zügellosen Jagd. Es scheint auch, dass in einem Restaurant eine Panik ausgebrochen ist, weil ein Gast von Unwohlsein befallen wurde. Er bleichte, aufstand, taumelte und sehr schnell hinausging. Gegen 2 Uhr leert sich die Stadt allmählich. Nun ist der Augenblick, da die Stille, der Staub, die Sonne und die Pest sich auf der Straße begegnen. An den großen grauen Häusern entlang schleicht die Hitze. Es sind lange Stunden des Gefangenseins und sie münden in feurige Abende, die über die volkreiche, schwatzende Stadt hereinbrechen. Während der ersten Tage der Hitze waren die Abende hier und da menschenleer, ohne dass man wusste, warum. Aber jetzt bringt die erste Kühle eine Entspannung, beinahe eine Hoffnung. Alle gehen auf die Straße hinaus, betäuben sich mit Reden, streiten oder begehren sich, und unter dem roten Julihimmel gleitet die mit Pärchen und Schreiern erfüllte Stadt in die keuchende Nacht. Vergeblich drängt sich jeden Abend auf den Boulevards ein verzückter Greis mit Filzhut und Lavalier durch die Menge und wiederholt unablässig: Gott ist groß, kommt zu ihm! Alle stürzen sich im Gegenteil auf etwas, das sie schlecht kennen oder das ihnen dringender erscheint als Gott. Am Anfang, als sie glaubten, es sei eine Krankheit wie eine andere, war die Religion angebracht. Aber als sie sahen, dass es ernst war, haben sie sich an das Genießen erinnert. Die ganze Beklemmung, die sich tagsüber in den Gesichtern malt, löst sich in der glühenden und staubigen Dämmerung zu einer Art wilder Erregung, einer linkischen Freiheit, die ein ganzes Volk in Fieber versetzt. Und ich bin auch wie sie. Aber warum denn? Der Tod ist nichts für Menschen meines Schlages. Er ist ein Ereignis, das ihnen Recht gibt. Die Unterredung mit Rieu, von der Tarou in seinen Aufzeichnungen spricht, war auf seine Bitte hin erfolgt. An jenem Abend, als Dr. Rieu ihn erwartete, betrachtete der Arzt gerade seine Mutter, die gelassen auf einem Stuhl in einer Ecke des Esszimmers saß. Dort verbrachte sie ihre Tage, wenn sie sich nicht mehr um den Haushalt kümmern musste. Die Hände im Schoß wartete sie. Rieu war nicht einmal sicher, ob sie ihn erwartete. Indessen veränderte sich etwas im Gesicht seiner Mutter, wenn er erschien. Alles, was ein von Arbeit erfülltes Leben an Wortkargheit darauf gezeichnet hatte, schien sich dann zu beleben. Gleich darauf fiel sie wieder in Schweigen. An jedem Abend schaute sie durch das Fenster auf die jetzt verödete Straße.
Die Nachtbeleuchtung war um 2/3 vermindert worden, und nur in weiten Abständen warf hier und da eine geschwache Laterne ein wenig Licht in die dunklen Schatten der Nacht. »Wird man die herabgesetzte Beleuchtung während der ganzen Pest beibehalten?«, fragte Frau Rieu. »Wahrscheinlich. Wenn es nur nicht bis in den Winter hinein dauert, dann wäre es traurig.« »Ja«, sagte Rieu. Und er bemerkte, wie seine Mutter ihm auf die Stirn blickte. Er wusste, dass die Unruhe und Überanstrengungen der letzten Tage sein Gesicht zerfurcht hatten. »Ist es nicht gut gegangen heute?«, fragte Frau Rieu. »Ach, wie gewöhnlich.« »Wie gewöhnlich. Das hieß, dass das neue, von Paris geschickte Serum weniger wirksam erschien als die erste Sendung und dass die Zahl der Fälle stieg. Es war noch immer nicht möglich, mehr Menschen vorbeugend zu impfen, als gerade die Angehörigen der schon Erkrankten. Um eine allgemeine Impfung durchzuführen, hätte es ungeheurer Mengen Serums bedurft. Die meisten Beulen wollten nicht aufbrechen. Als sie die Zeit ihrer Verhärtung gekommen, so folterten sie die Kranken.« Seit dem vorhergehenden Abend war die Epidemie in der Stadt bei 2 Fällen unter einer neuen Form aufgetreten. Die Pest griff nun auf die Lungen über. Noch am gleichen Tag hatten die zermürbten Ärzte während einer Zusammenkunft von dem hilflosen Präfekten verlangt und erreicht, dass neue Maßnahmen getroffen wurden, um die Ansteckung zu verhüten, die bei der Lungenpest von Mund zu Mund geschah. Wie gewöhnlich wusste man noch immer nichts. Er schaute seine Mutter an. Der Blick ihrer warmen, braunen Augen ließ Jahre der Zärtlichkeit in ihm aufsteigen. »Hast du Angst, Mutter?« »In meinem Alter fürchtet man nicht mehr viel.« »Die Tage sind so lang und ich bin nie mehr daheim.« »Es ist mir gleich, auf dich zu warten, wenn ich weiß, dass du einmal kommst. Und wenn du nicht da bist, denke ich an das, was du machst. Hast du Nachrichten?« »Ja, wenn ich dem letzten Telegramm glauben darf, geht alles gut.« »Aber ich weiß, dass sie das sagt, um mich zu beruhigen.« Es klingelte an der Tür. Der Arzt lächelte seiner Mutter zu und erhob sich, um zu öffnen. Im Halbdunkel des Treppenhauses sah Tarou aus wie ein großer, grau angezogener Bär. Rieu bat seinen Besucher, vor seinem Schreibtisch Platz zu nehmen. Er selber blieb aufrecht hinter seinem Sessel stehen. Zwischen ihnen befand sich nur die Schreibtischlampe, die allein angezündet war. Ohne weitere Einleitung sagte Tarou, »Ich weiß, dass ich ganz offen mit Ihnen sprechen kann.« Rieu nickte schweigend. »In 14 Tagen oder in einem Monat werden Sie hier völlig überflüssig sein. Die Ereignisse wachsen Ihnen über den Kopf.« »Das stimmt«, sagte Rieu. »Die Organisation des Sanitätsdienstes ist schlecht. Es fehlt an Leuten und an Zeit.« Rieu gab zu, dass auch dies stimmte. »Ich habe erfahren, dass die Präfektur eine Art Zivildienst ins Auge fasst, um alle gesunden Männer zur allgemeinen Rettung heranzuziehen. Sie sind gut unterrichtet, aber die Unzufriedenheit ist schon groß und der Präfekt zögert. Warum rufen Sie keine Freiwilligen auf?« »Es wurde versucht, aber mit geringem Erfolg.« »Man hat es von Amts wegen versucht und ohne daran zu glauben. Was Ihnen fehlt, ist Fantasie. Sie sind nie auf der Höhe der Heimsuchungen, und die Heilmittel, die sie erfinden, reichen knapp für einen Schnupfen. Wenn wir sie machen lassen, werden sie zugrunde gehen und wir mit ihnen.« »Wahrscheinlich schon«, sagte Rieu. »Allerdings muss ich sagen, dass sie auch daran gedacht haben, und nun habe ich einen Plan, um einen freiwilligen Sanitätsdienst zu organisieren. Erlauben Sie mir, mich darum zu kümmern, und lassen wir die Verwaltung beiseite. Sie ist sowieso überlastet. Ich habe überall ein paar Freunde. Die werden den ersten Kern bilden. Und ich werde selbstverständlich auch mitmachen.« »Sie können sich vorstellen, dass ich natürlich mit Freuden Ja sage. Hilfe ist nötig, besonders in unserem Beruf. Ich übernehme es, Ihren Gedanken von der Präfektur gutheißen zu lassen. Es bleibt Ihnen übrigens keine Wahl, aber«, Rieu dachte nach, »aber Sie wissen, dass diese Arbeit tödlich sein kann. Jedenfalls muss ich Sie darauf aufmerksam machen. Haben Sie es sich wohl überlegt?« Tarou schaute ihn mit seinen grauen, ruhigen Augen an. »Wie denken Sie über Panelou's Predigt, Herr Doktor?« Die Frage war natürlich gestellt, und Rieu beantwortete sie natürlich. »Ich habe zu lange in Spitälern gelebt, um den Gedanken einer Kollektivstrafe zu lieben. Aber wissen Sie, die Christen sprechen manchmal so, ohne es je wirklich zu denken. Sie sind besser, als sie erscheinen.« »Und doch glauben Sie, wie Panelou, dass die Pest auch ihr Gutes hat, dass sie Augen öffnet, dass sie zum Denken zwingt?«
Der Arzt schüttelt ungeduldig den Kopf. Wie alle Krankheiten auf dieser Erde. Aber was für die Übel dieser Welt gilt, das gilt auch für die Pest. Das kann ein paar wenigen dazu verhelfen, größer zu werden. Wer jedoch das Elend und den Schmerz sieht, die die Pest bringt, muss wahnsinnig, blind oder feige sein, um sich mit ihr abzufinden. Rieu hatte die Stimme kaum erhoben, aber Tarot machte eine Handbewegung, als wollte er ihn beruhigen. Er lächelte. »Ja«, sagte Rieu und zuckte die Achseln, »aber Sie haben mir nicht geantwortet. Haben Sie es sich überlegt?« Tarot nahm in seinem Sessel eine etwas bequemere Stellung ein und schob den Kopf ins Licht vor. »Glauben Sie an Gott, Herr Doktor?« Auch diese Frage war natürlich gestellt. Aber diesmal zögerte Rieu. »Nein, aber was heißt das schon? Ich tappe im Dunkeln und versuche dennoch klar zu sehen. Ich habe schon lange aufgehört, das originell zu finden.« »Ist es nicht das, was Sie von Panelou scheidet?« »Ich glaube nicht. Panelou ist ein Büchermensch. Er hat nicht genug sterben sehen und deshalb spricht er im Namen einer Wahrheit.« Aber der geringste Priester, der auf dem Land seiner Gemeinde betreut und dem Atem eines Sterbenden gelauscht hat, denkt wie ich. Er wird dem Elend zusteuern suchen, ehe er es unternimmt, seine Vorzüge aufzuzeigen. Rieu erhob sich, sein Gesicht war jetzt im Schatten. Lassen wir das, da Sie nicht antworten wollen. Tarot lächelte, ohne sich zu rühren. Darf ich mit einer Frage antworten? Der Arzt lächelte nun seinerseits und sagte, »Sie lieben das Geheimnis, also gut.« »Sehen Sie«, sagte Tarot, »weshalb zeigen Sie selbst so viel Aufopferung, wenn Sie doch nicht an Gott glauben? Ihre Antwort wird mir vielleicht helfen, die meine zu finden.« Ohne aus dem Schatten herauszutreten, erwiderte Rieu, dass er schon geantwortet habe. Wenn er an einen allmächtigen Gott glaubte, würde er aufhören, die Menschen zu heilen und diese Sorge ihm überlassen. Aber kein Mensch auf der ganzen Welt, nein, nicht einmal Panelou, glaubte an einen solchen Gott, obwohl er daran zu glauben glaubte. Denn es gebe sich ihm ja niemand völlig hin. Und er, Rieu, glaube, wenigstens in dieser Beziehung auf dem Weg zur Wahrheit zu sein, indem er gegen die Schöpfung, so wie sie sei, ankämpfe. »Ah«, sagte Tarot, »das ist also das Bild, das Sie sich von Ihrem Beruf machen?« »Ungefähr«, antwortete der Arzt und trat wieder ins Licht. Tarot pfiff leise und der Arzt schaute ihn an. »Ja«, sagte er, »Sie finden, dass Stolz dazu gehört. Aber ich habe nicht mehr Stolz, als notwendig ist, glauben Sie mir. Ich weiß weder, was meiner wartet, noch was nach all dem kommen wird. Im Augenblick gibt es Kranke, die geheilt werden müssen. Nachher werden sie nachdenken und ich auch. Aber dringlich ist nur, dass sie geheilt werden. Ich verteidige sie, so gut ich kann, das ist alles.« »Gegen wen?« Rieu kehrte sich zum Fenster. An einer dichteren Dunkelheit des Horizonts erriet er in der Ferne das Meer. Er fühlte nur seine Müdigkeit und kämpfte gleichzeitig gegen den plötzlichen und unsinnigen Wunsch, sich diesem sonderbaren Menschen, in dem er doch den Bruder spürte, ein wenig mehr anzuvertrauen. »Ich weiß es nicht, Tarot, ich schwöre Ihnen, ich weiß es nicht. Als ich diesen Beruf ergriff, geschah es irgendwie ohne zu überlegen, weil ich einen brauchte, weil er so gut war wie alle anderen, einer von denen, die die jungen Leute ins Auge fassen. Vielleicht auch, weil es für mich als Sohn eines Arbeiters besonders schwierig war. Und dann musste man sterben sehen. Wissen Sie, dass es Leute gibt, die sich weigern zu sterben? Haben Sie jene Frau »Nein« schreien hören, die im Sterben lag? Ich schon. Und dann habe ich bemerkt, dass ich mich nicht daran gewöhnen konnte. Ich war damals noch jung und mein Ekel glaubte, sich gegen die Weltordnung selber zu richten. Seither bin ich bescheidener geworden. Nur habe ich mich einfach immer noch nicht daran gewöhnt, sterben zu sehen. Mehr weiß ich nicht, aber schließlich...« Rieu hielt inne und setzte sich. Er hatte ein trockenes Gefühl im Mund. »Schließlich«, sagte Tarot sanft. »Schließlich«, begann der Arzt und wieder zögerte er und blickte Tarot aufmerksam an. »Ist es etwas, das ein Mann wie Sie verstehen kann, nicht wahr? Aber da die Weltordnung durch den Tod bestimmt wird, ist es vielleicht besser für Gott, wenn man nicht an ihn glaubt, dafür mit aller Kraft gegen den Tod ankämpft, ohne die Augen zu dem Himmel zu erheben, wo er schweigt.« »Ja«, stimmte Tarot zu, »ich verstehe. Nur werden Ihre Siege immer vorläufig bleiben. Das ist alles.« Rieu Gesicht schien sich zu verdüstern. »Immer, ich weiß.
Das ist kein Grund, den Kampf aufzugeben. Nein, das ist kein Grund, aber nun kann ich mir vorstellen, was die Pest für sie bedeuten muss. Ja, sagte Rieu, eine endlose Niederlage. Daru schaute den Arzt einen Augenblick fest an, dann stand er auf und ging mit schweren Schritten zur Tür. Und Rieu folgte ihm. Er stand schon bei ihm, als Daru, der seine Füße zu betrachten schien, sagte: Wer hat Sie das alles gelehrt, Herr Doktor? Die Antwort kam augenblicklich: Das Elend. Rieu öffnete die Tür seines Arbeitszimmers und sagte im Gang zu Daru, dass er auch hinuntergehe, da er noch in die Vorstadt müsse, um nach einem seiner Kranken zu sehen. Daru bot ihm seine Begleitung an und der Arzt nahm an. Am Ende des Ganges begegneten sie Frau Rieu, der Arzt Daru vorstellte. »Ein Freund«, sagte er. »Ach«, sagte Frau Rieu, »ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen.« Als sie gingen, drehte Daru sich nochmals nach ihr um. Im Flur versuchte der Arzt vergeblich, die Treppenbeleuchtung einzuschalten. Die Stiege blieb in Finsternis getaucht. Der Arzt fragte sich, ob das die Folge einer neuen Sparmaßnahme sei. Aber das konnte man nicht wissen. Schon seit einiger Zeit ging in den Häusern und in der Stadt alles drunter und drüber. Das war vielleicht nur, weil die Hauswarte und unsere Mitbürger im Allgemeinen für nichts mehr Sorge trugen. Aber Rieu hatte keine Zeit, weiter darüber nachzugrübeln, denn hinter ihm ertönte Tarus Stimme. »Noch ein Wort, Herr Doktor, selbst wenn es Ihnen lächerlich erscheinen sollte. Sie haben vollkommen recht.« Rieu zuckte die Achseln für sich allein in der Finsternis. »Ich weiß es wirklich nicht, aber Sie, was wissen Sie davon?« »Oh«, sagte der andere gleichmütig, »ich habe nicht mehr viel zu lernen.« Der Arzt blieb stehen und Daru glitt hinter ihm auf einer Stufe aus. Um nicht zu fallen, packte er Rieus Schulter. »Glauben Sie, das Leben ganz zu kennen?«, fragte dieser. Die Antwort kam in der Dunkelheit von der gleichen, ruhigen Stimme getragen. »Ja.« Als sie auf die Straße hinaustraten, merkten sie, dass es ziemlich spät war, vielleicht 11 Uhr. Die Stadt war stumm, nur von einem unfassbaren Streichen erfüllt. In weiter Ferne ertönte das Bimmeln eines Krankenwagens. Sie stiegen ins Auto und Rieu setzte den Motor in Gang. »Sie müssen morgen ins Spital kommen, um sich impfen zu lassen. Aber um ein Ende zu machen und ehe wir die Geschichte anfangen, merken Sie sich, dass Ihre Chancen, davon zu kommen, nur 1:2 stehen.« »Diese Schätzungen haben keinen Sinn, Herr Doktor, das wissen Sie so gut wie ich. Vor 100 Jahren hat eine Pestseuche in Persien alle Bewohner einer Stadt getötet, nur ausgerechnet den Totenwäscher nicht, der nie aufgehört hatte, seinen Beruf auszuüben.« »Ihm ist eben die dritte Chance zugefallen, das ist alles«, sagte Rieu, und seine Stimme tönte plötzlich dumpfer. »Aber es stimmt, dass wir in dieser Beziehung noch alles zu lernen haben.« Sie gelangten jetzt in die Vorstadt. Die Scheinwerfer leuchteten in den verlassenen Straßen, sie hielten an. Vor dem Wagen fragte Rieu Daru, ob er mit hineinkommen wolle, und dieser sagte ja. Ein Widerschein des Himmels erhellte ihre Gesichter. Rieu lachte plötzlich freundschaftlich und sagte: »Hören Sie, Daru, was treibt Sie eigentlich, sich damit zu befassen?« »Ich weiß nicht, meine Moral vielleicht.« »Und die wäre?« »Das Verständnis.« Daru wandte sich dem Haus zu und Rieu sah sein Gesicht nicht mehr, bis sie bei dem alten Asthmatiker standen. Gleich am nächsten Tag machte Daru sich an die Arbeit und stellte eine erste Gruppe zusammen, der zahlreiche andere folgen sollten. Der Erzähler hat indessen nicht die Absicht, diesen Hilfstruppen mehr Bedeutung zu verleihen, als sie wirklich besaßen. Es ist gewiss, dass an seiner Stelle viele unserer Mitbürger heute der Versuchung erliegen würden, die Wichtigkeit ihrer Rolle zu übertreiben. Doch ist der Erzähler eher versucht zu glauben, dass man schließlich dem Bösen eine mittelbare und machtvolle Huldigung zuteil werden lässt, wenn man die guten Taten zu sehr herausstreicht. Denn man lässt in diesem Fall vermuten, dass die guten Taten nur deshalb so viel Wert haben, weil sie selten vorkommen und dass Bosheit und Gleichgültigkeit bedeutend häufiger die Beweggründe der menschlichen Handlungen sind. Das ist eine Ansicht, die der Erzähler nicht teilt. Das Böse in der Welt rührt fast immer von der Unwissenheit her, und der gute Wille kann so viel Schaden anrichten wie die Bosheit, wenn er nicht aufgeklärt ist. Die Menschen sind eher gut als böse, und in Wahrheit dreht es sich gar nicht um diese Frage. Aber sie sind mehr oder weniger unwissend, und das nennt man dann Tugend oder Laster.
Das trostloseste Laster ist die Unwissenheit, die alles zu wissen glaubt und sich deshalb das Recht anmaßt zu töten. Die Seele des Mörders ist blind und es gibt keine wahre Güte noch Liebe ohne die größtmögliche Hellsichtigkeit. Deshalb müssen unsere Sanitätskolonnen, die dank Taru ins Leben gerufen wurden, mit sachlicher Befriedigung beurteilt werden. Deshalb wird der Erzähler auch kein hohes Lied auf den Willen und den Heroismus singen, denen er nur die ihnen gebührende Bedeutung beilegt. Aber er wird fortfahren, die Geschichte der Herzen aller unserer Mitbürger zu schreiben, die nun von der Pest zerrissen und von Verlangen erfüllt wurden. Diejenigen, die sich dem Sanitätsdienst widmeten, hatten deshalb tatsächlich kein so großes Verdienst, denn sie wussten, dass sie gar nicht anders handeln konnten. Und es wäre im Gegenteil unglaublich gewesen, wenn sie sich nicht dazu entschlossen hätten. Diese Gruppen halfen unseren Mitbürgern, weiter in die Pest einzudringen und überzeugten sie teilweise davon, dass alles Nötige unternommen werden musste, um die Krankheit zu bekämpfen, weil sie nun einmal da war. Wie die Pest so die Pflicht Einzelner wurde, erschien sie wirklich als das, was sie war, eine Angelegenheit, die alle anging. Das ist gut so, aber man beglückwünscht keinen Lehrer, weil er lehrt, dass 2 und 2 4 ist. Man wird ihn vielleicht dazu beglückwünschen, dass er diesen schönen Beruf gewählt hat. Sagen wir also, dass es löblich war, dass Taru und andere beschlossen hatten, zu zeigen, dass 2 und 2 4 ergibt und nicht etwas anderes. Sagen wir aber auch, dass sie diesen guten Willen mit dem Lehrer und mit all denen gemein hatten, die das gleiche Herz haben wie der Lehrer und die, zur Ehre der Menschen sei es gesagt, zahlreicher sind, als angenommen wird. Dies ist wenigstens die Überzeugung des Erzählers. Er ist sich übrigens des Einwandes sehr wohl bewusst, der ihm entgegengehalten werden könnte, dass nämlich diese Männer ihr Leben aufs Spiel setzten. Aber es kommt immer ein Augenblick in der Geschichte, wo derjenige, der zu behaupten wagt, dass 2 und 2 4 ergibt, mit dem Tode bestraft wird. Der Lehrer weiß das wohl. Und es handelt sich nicht darum zu wissen, welche Belohnung oder Strafe auf diese Überlegung steht. Es handelt sich darum zu wissen, ob, ja oder nein, 2 und 2 4 ergibt. Für jene Mitbürger, die damals ihr Leben aufs Spiel setzten, handelt es sich darum zu entscheiden, ob sie ja oder nein in der Pest waren und ob man ja oder nein dagegen ankämpfen musste. Viele neue Moralprediger verkündeten damals in unserer Stadt, dass nichts etwas tauge und man einfach auf die Knie fallen müsse. Taru und Rieu und ihre Freunde konnten dieses oder jenes erwidern. Die Schlussfolgerung bestätigte immer, was sie schon wussten. Man musste auf die eine oder andere Art kämpfen und nicht auf die Knie fallen. Es ging ausschließlich darum, möglichst viele Menschen vor dem Sterben und der endgültigen Trennung zu bewahren. Dafür gab es nur ein einziges Mittel, das hieß, die Pest bekämpfen. Diese Wahrheit war nicht bewundernswert, sie war nur folgerichtig. Deshalb war es natürlich, dass der alte Castell sein ganzes Vertrauen und seine ganze Kraft daran setzte, an Ort und Stelle, um mit notdürftigen Mitteln einen Impfstoff herzustellen. Rieu und er hofften, aus den Kulturen jener Mikroben, die die Stadt unsicher machten, ein Serum zu gewinnen, das unmittelbarer wirken werde als der von außen geschickte Impfstoff, da die Mikroben sich ein wenig von der klassischen Erscheinung des Pestbazillus unterschieden. Castell hoffte, sein erstes Serum ziemlich bald bereit zu haben. Deshalb war es auch natürlich, dass Grand, der gar nichts Heldisches an sich hatte, jetzt eine Art Sekretariat des Hilfssanitätsdienstes übernahm. Einige der von Taru gebildeten Gruppen widmeten sich nämlich einer vorbeugenden Arbeit in den überbevölkerten Stadtteilen. Man versuchte dort die nötige Hygiene einzuführen, man zählte die Estriche und Keller, die nicht desinfiziert worden waren. Ein anderer Teil der Hilfskräfte begleitete die Ärzte auf ihren Hausbesuchen, sorgte für die Überführung der Pestkranken und lenkte später, als es an ausgebildeten Leuten zu fehlen begann, sogar die Krankenwagen. Das alles musste verzeichnet und statistisch erfasst werden. Und Grand hatte sich zu dieser Arbeit bereit erklärt. Von diesem Standpunkt aus betrachtet erschien es dem Erzähler, dass Grand mehr als Rieu oder Taru der wahre Vertreter jener ruhigen Kraft war, die alle Hilfsmannschaften erfüllte. Er hatte mit dem ihm eigenen guten Willen und ohne zu zögern Ja gesagt. Er hatte nur den Wunsch geäußert, sich in kleinen Arbeiten nützlich zu machen. Für alles andere sei er zu alt. Von 18 bis 20 Uhr konnte er seine Zeit zur Verfügung stellen. Und als Rieu ihm warm dankte, wunderte er sich. »Das ist nicht das Schwerste, das ist die Pest. Man muss sich wehren, das ist klar.
Ach, wenn doch alles so einfach wäre. Und er kam auf seinen Satz zurück. Am Abend, wenn die Zettelarbeit erledigt war, unterhielt sich Rieu manchmal mit Grand. »Wie geht es der Amazone?« fragte Tarou häufig. Und Grand erwiderte unentwegt, sie trabt«, und dabei lächelte er verlegen. Eines Abends sagte Grand, er habe nun das Adjektiv »elegant« endgültig fallen gelassen und bezeichnete seine Amazone von jetzt an als »schlank«. »Es ist anschaulicher«, hatte er hinzugefügt. Ein anderes Mal las er seinen beiden Zuhörern die folgende Neufassung des Satzes vor. »An einem schönen Maimorgen durchritt eine schlanke Amazone auf einer wunderbaren Fuchsstute die blühenden Alleen des Bois de Boulogne.« »Nicht wahr«, sagte Grand, »so sieht man sie besser, und ich habe an einem Maimorgen vorgezogen, weil des Monats Mai den Trab etwas zu lang machte.« Dann zeigte er sich sehr besorgt wegen des Beiworts »wunderbar«. Er fand es nicht sprechend genug und suchte den Ausdruck, der das Bild der prunkvollen Stute, die es ihm vorschwebte, treffend festhielte. Kräftig ging nicht, es war anschaulich, aber ein bisschen herabsetzend. Glänzend hatte ihn einen Augenblick gereizt, aber das passte im Klang nicht gut. Eines Abends verkündete er frohlockend, er habe gefunden, eine schwarze Fuchsstute. Das Schwarz deutete unaufdringlich die Eleganz an, meinte er. »Das ist nicht möglich«, sagte Rieu. »Und warum nicht? Fuchs geht nicht auf die Rasse, sondern auf die Farbe.« »Welche Farbe?« »Nun jedenfalls eine Farbe, die nicht schwarz ist.« Grand schien sehr niedergeschlagen. »Danke«, sagte er vor sich hinsinnend. »Ein Glück, dass Sie da sind, aber sehen Sie nur, wie schwierig es ist.« »Was halten Sie von prächtig?« fragte Tarou. Grand schaute ihn an, er überlegte, dann sagte er, »ja, ja«, und langsam hellten sich seine Züge auf. Einige Zeit darauf gestand er, das Wort »blühend« setzte ihn in Verlegenheit. Da er in seinem Leben nur Grand und Montélimar gesehen hatte, bat er seine Freunde manchmal, ihm zu beschreiben, wie die Alleen des Bois eigentlich blühten. Genau genommen hatten sie in Rieu oder Tarou gar nie diesen Eindruck erweckt, aber die Überzeugungen des Angestellten machten sie schwankend. Er wunderte sich über ihre Unsicherheit. Nur die Künstler verstehen es zu schauen. Aber einmal fand ihn der Arzt in großer Aufregung. Er hatte »blühend« durch »voller Blumen« ersetzt. Er rieb sich die Hände. »Endlich sieht man sie, riecht man sie. Hut ab, meine Herren!« Beglückt las er den Satz. »An einem schönen Maimorgen durchritt eine schlanke Amazone auf einer prächtigen Fuchsstute die Alleen voller Blumen des Bois de Boulogne.« Aber laut gelesen wirkte das Ende des Satzes störend und Grand stockte ein wenig. Er setzte sich mit niedergedrückter Miene. Dann bat er den Arzt um die Erlaubnis fortzugehen. Er musste ein wenig nachdenken. Zu dieser Zeit begann er, wie man später erfuhr, auf dem Amt Anzeichen einer Unaufmerksamkeit zu zeigen, die man sehr bedauerlich fand, da das Rathaus gerade jetzt mit verringerten Hilfskräften erdrückenden Verpflichtungen gewachsen sein sollte. Sein Dienst litt darunter, was der Vorgesetzte ihm streng vorwarf, indem er ihn daran erinnerte, dass er bezahlt werde, um eine Arbeit zu verrichten, die er eben nicht verrichtete. Der Vorgesetzte hatte gesagt, »Es scheint, dass Sie außerhalb Ihrer Arbeitszeit freiwillig im Sanitätsdienst mithelfen. Das geht mich nichts an, aber was mich angeht, ist Ihre Arbeit. Um sich unter diesen schrecklichen Umständen nützlich zu machen, müssen Sie zuallererst einmal Ihre Arbeit gewissenhaft verrichten. Andernfalls taugt auch der ganze Rest nichts.« »Er hat recht«, sagte Grand zu Rieu. »Ja, er hat recht«, stimmte der Arzt bei. »Aber ich bin zerstreut und weiß nicht, wie ich mit dem Schluss meines Satzes fertig werden soll.« Er hatte daran gedacht, de Boulogne wegzulassen, im Glauben, dass jedermann es verstünde. Aber dann schien der Satz, das mit Blumen zu verbinden, was in Wirklichkeit zu Alleen gehörte. Er hatte auch die Möglichkeit erwogen zu schreiben, die Alleen des Bois voller Blumen. Aber die Stellung von Bois zwischen einem Hauptwort und seiner Eigenschaftsbestimmung, die er willkürlich auseinanderriss, war ihm ein Dorn im Auge. An manchen Abenden sah er wahrhaftig noch erschöpfter aus als Rieu. Ja, er war erschöpft von diesem Suchen, das ihn völlig in Anspruch nahm. Aber trotzdem fuhr er fort, die Additionen und Statistiken zu machen, die die Sanitätsgruppen benötigten. Jeden Abend bereinigte er geduldig die Zettel, denen er Kurven beifügt, und er war mit aller Kraft bestrebt, allmählich möglichst genaue Darstellungen anzufertigen. Ziemlich häufig suchte er Rieu in einem der Spitäler auf und bat ihn um einen Tisch in irgendeinem Arbeitsraum oder Aufsichtszimmer. Dort richtete er sich mit seinen Papieren ein,
genau so wie er sich an seinem Platz im Rathaus einrichtete, und in der von Desinfektionsmitteln und der Krankheit selbst schweren Luft schwenkte er seine Blätter, um die Tinte trocknen zu lassen. Er war dann ehrlich bemüht, nicht mehr an seine Amazone zu denken und nur das zu tun, was getan sein musste. Ja, wenn es stimmt, dass die Menschen daran hängen, Beispiele und Vorbilder vor Augen zu haben, die sie Helden nennen, dann schlägt der Erzähler gerade diesen unbedeutenden und bescheidenen Helden vor, der nichts für sich hatte als ein wenig Herzensgüte und ein offensichtlich lächerliches Ideal. Das wird der Wahrheit geben, was ihr gebührt, der Rechnung von 2 und 2 ihr Ergebnis 4, und dem Heldentum jene zweite Stelle, die ihm zukommt, unmittelbar nach, aber niemals vor der mutigen Forderung nach Glück. Das wird auch dieser Chronik den Charakter einer Berichterstattung verleihen, die mit guten Gefühlen abgefasst ist, das heißt mit Gefühlen, die weder sichtlich schlecht noch übersteigert in der abstoßenden Art eines Schaustücks sind. Das war zumindest Dr. Rieus Ansicht, wenn er in den Zeitungen las oder am Radio hörte, wie sich die Außenwelt mit Aufrufen und Zusprüchen an die verpestete Stadt richtete. Gleichzeitig mit der Unterstützung, die dem Land- und Luftwege gesandt wurde, prasselten jeden Abend durch den Äther und in den Zeitungen mitleidige oder bewundernde Erklärungen auf die nunmehr vereinsamte Stadt nieder. Und jedes Mal machte der Ton den Arzt ungeduldig. Sicherlich wusste er, dass diese bewegte Anteilnahme nicht erheuchelt war. Aber sie vermochte sich nur in der hergebrachten Sprache auszudrücken, in der die Menschen das zu sagen versuchen, was sie mit der Menschheit verbindet. Und diese Sprache passte zum Beispiel nicht auf Grands tägliche kleine Bemühungen, da sie unfähig war, wiederzugeben, was Grand inmitten der Pest bedeutete. Manchmal, wenn Dr. Rieu sich um Mitternacht im großen Schweigen der nun menschenleeren Stadt für einen zu kurzen Schlummer niederlegte, stellte er seinen Radioapparat an. Und aus allen Enden der Welt, über tausende von Kilometern, versuchten unbekannte und brüderliche Stimmen ungeschickt die Verbundenheit zu zeigen. Und sie zeigten sie auch, bewiesen aber gleichzeitig, wie furchtbar unfähig der Mensch ist, einen Schmerz, den er nicht sehen kann, wirklich zu teilen. Oran, Oran, vergebens überquerte der Ruf die Meere. Vergebens hielt sich Rieu wach. Bald schwoll die Beredsamkeit an und ließ so die wesentliche Trennung noch deutlicher hervortreten, die aus Grand und dem Redner zwei Fremde machte. Oran, ja Oran, aber nein, dachte Rieu. Zusammen lieben oder sterben, eine andere Hilfe gibt es nicht. Sie sind zu weit entfernt. Und was eben noch zu schildern bleibt, ehe wir zum Höhepunkt der Pest kommen, während die Seuche alle ihre Kräfte sammelte, um sie auf die Stadt zu werfen und sich ihrer endgültig zu bemächtigen, das sind die langwierigen, verzweifelten und eintönigen Anstrengungen, die ein paar letzte Menschen wie Rambert unternahmen, um ihr Glück wiederzufinden und der Pest jenen Teil ihres Wesens zu entziehen, den sie gegen jede Beeinträchtigung verteidigen. Es war ihre Art, die drohende Versklavung zurückzuweisen. Und obgleich diese Weigerung scheinbar nicht so wirksam war wie jene andere, ist der Erzähler der Ansicht, dass auch sie ihren Sinn hatte und bis in ihre Eitelkeit und Widersprüche hinein für den Teil Stolz sorgte, den damals jeder von uns in sich trug. Rambert kämpfte, um nicht von der Pest verschlungen zu werden. Nachdem er den Beweis dafür hatte, dass er die Stadt nicht auf rechtlichem Wege verlassen konnte, hatte er Rieu seinen Entschluss mitgeteilt, die anderen Mittel zu gebrauchen. Der Journalist begann bei den Kellnern. Ein Kellner ist immer auf dem Laufenden, aber die ersten, die er befragte, waren vor allem über die äußerst schweren Strafen unterrichtet, die auf solchen Unternehmen standen. Einmal wurde er sogar für einen Spitzel gehalten. Es brauchte schon die Begegnung mit Cottard, den er bei Rieu traf, um ihn ein wenig vorwärts zu bringen. An jedem Tage hatte er mit Rieu wieder von den vergeblichen Schritten gesprochen, die er bei den Behörden unternommen hatte. Ein paar Tage später begegnete Cottard Rambert auf der Straße und begrüßte ihn mit der Ungezwungenheit, die er jetzt in alle seine Beziehungen legte. »Immer noch nichts?« »Nein, nichts. Man kann nicht auf die Ämter zählen, sie sind nicht fähig, etwas zu begreifen.« »Das stimmt, aber ich suche einen anderen Weg. Er ist schwierig.« »Aha«, sagte Cottard, »ich verstehe.« Er kannte einen Schleichweg, und als Rambert sich darüber verwunderte, erklärte er ihm, dass er seit langer Zeit in allen Cafés von Oran verkehre, dass er dort Freunde habe und wisse, dass eine Organisation bestehe, die sich mit solchen Geschäften abgebe. Die Wahrheit war, dass Cottard sich am Schleichhandel mit rationierten Erzeugnissen beteiligte, weil seine Ausgaben jetzt die Einnahmen überstiegen.
So verkaufte er Zigaretten und schlechten Alkohol weiter, deren Preise unablässig stiegen und ihm allmählich ein kleines Vermögen eintrugen. »Sind Sie ganz sicher?« fragte Rombert. »Ja, denn mein Mann hat mir den Vorschlag gemacht.« »Und Sie haben die Gelegenheit nicht benutzt?« »Seien Sie nicht misstrauisch«, sagte Cottard gutmütig. »Ich habe sie nicht benutzt, weil ich selber keine Lust habe, vorzugehen. Ich habe meine Gründe.« Nach einer Pause fügte er hinzu. »Sie fragen mich nicht nach meinen Gründen?« »Ich vermute, Sie gehen mich nichts an«, sagte Rombert. »Einerseits geht Sie es tatsächlich nichts an. Aber andererseits, nun, das eine ist sicher, ich fühle mich hier bedeutend wohler, seit wir die Pest bei uns haben.« Der andere hörte seinen Vortrag an. »Wie kann ich mit der Organisation in Verbindung kommen?« »Ach so«, sagte Cottard, »das ist nicht leicht. Kommen Sie mit mir.« Es war 4 Uhr nachmittags. Unter einem bleischweren Himmel briet die Stadt. Alle Geschäfte hatten ihre Jalousien runtergelassen. Die Straßen waren verödet. Cottard und Rombert wählten die Lauben und gingen lange Zeit ohne zu sprechen. Es war eine jener der Stunden, da die Pest sich unsichtbar machte. Dieses Schweigen, dieser Tod der Farben und Bewegungen konnte genauso gut vom Sommer bedingt sein wie von der Seuche. Man wusste nicht recht, ob die Luft von Drohung oder von Staub und sengender Hitze schwer war. Man musste beobachten und nachdenken, um wieder auf die Pest zu kommen, denn sie verriet sich nur durch negative Zeichen. Cottard, der ihr nahe stand, machte Rombert zum Beispiel auf das Fehlen von Hunden aufmerksam, die eigentlich in den Hauseingängen hätten auf der Seite liegen und nach unerreichbarer Kühlung lechzen sollen. Sie schlugen den Boulevard des Palmiers ein, überquerten den Waffenplatz und gingen in das Marienviertel hinab. Linker Hand verbarg sich eine grüne Wirtschaft hinter einer schrägen Markise aus grobem gelbem Leinentuch. Als Cottard und Rombert eintraten, wischten sie sich den Schweiß von der Stirn. Sie nahmen an einem der grünen Eisentische auf zusammengeklappbaren Gartenstühlen Platz. Der Raum war völlig menschenleer. Fliegen summten in der Luft. Auf dem schiefen Schanktisch kauerte in einem gelben Käfig ein Papagei auf einer Stange und ließ alle Federn hängen. Alte Bilder aus dem Soldatenleben hingen an den Wänden, schmutzbedeckt und von dichten Spinnennetzen umwoben. Auf allen Eisentischen, auch vor Rombert selber, trocknete Hühnermist, dessen Herkunft er sich nicht erklären konnte, bis nach einiger Unruhe ein prachtvoller Hahn aus einer dunklen Ecke hervorschlüpfte. Die Hitze schien sich in diesem Augenblick noch zu steigern. Cottard zog seine Jacke aus und klopfte auf den Tisch. Im Hintergrund wurde ein kleiner Mann sichtbar, der in einer langen blauen Schürze schwamm. Er begrüßte Cottard schon aus der Ferne, räumte den Hahn mit einem kräftigen Fußtritt aus dem Weg, näherte sich und fragte, während das Federvieh gackerte, was er den Herren vorsetzen dürfe. Cottard bestellte Weißwein und erkundete sich nach einem gewissen Garcia. Nach den Aussagen des Kleinen hatte man ihn schon seit mehreren Tagen nicht mehr im Lokal gesehen. »Glauben Sie, dass er heute Abend kommen wird?« »He«, sagte der andere, »ich stecke nicht in seinen Kleidern, aber Sie kennen doch seine Zeit.« »Ja, es ist zwar nicht sehr wichtig, ich möchte ihm nur einen Freund vorstellen.« Der Kellner wischte seine feuchten Hände an der Schürze ab. Er sagte, »Ach so, der Herr befasst sich auch mit Geschäften?« »Ja«, antwortete Cottard. Der Knirps meinte schnüffelnd, »Also kommen Sie heute Abend, ich werde den Jungen zu ihm schicken.« Beim Hinausgehen fragte Rombert, um was für Geschäfte es sich handle. »Um Schleichhandel natürlich. Sie schmuggeln Waren in die Stadt. Sie verkaufen zu überhöhten Preisen.« »Schön«, sagte Rombert. »Haben Sie Helfershelfer?« »Ja, eben.« Am Abend war die Markise hochgezogen, der Papagei plapperte in seinem Käfig und rings um die Eisentische saßen Männer in Hemdsärmeln. Einer von ihnen hatte einen Strohhut in den Nacken geschoben und trug ein weißes, offenes Hemd, das seine braun gebrannte Brust freigab. Er erhob sich, als Cottard eintrat. Er hatte ein regelmäßiges, sonnenverbranntes Gesicht, kleine schwarze Augen, weiße Zähne, 2 oder 3 Ringe an den Händen und schien etwa 30 Jahre alt. »Nabend«, sagte er, »wir bleiben am Ausschank.« Sie tranken schweigend 3 Runden. Dann sagte Garcia, »Wie wäre es, wenn wir gingen?« Sie stiegen zum Hafen hinab und Garcia fragte, was sie von ihm wollten. Cottard sagte, dass er ihm Rombert eigentlich nicht wegen Geschäften vorzustellen wünsche, sondern für das, was er einen Ausgang nannte. Garcia ging rauchend geradeaus. Er stellte Fragen und sagte er, wenn er von Rombert sprach, dessen Anwesenheit er nicht zu bemerken schien. »Zu welchem Zweck?« fragte er. »Er hat seine Frau in Frankreich.« »Aha.« Und nach einer Weile, »was ist er von Beruf?« »Journalist.«
Ein Beruf, in dem man viel schwatzt. Rombert schwieg. Er ist ein Freund, sagte Gotthard. Schweigend gingen sie weiter. Sie hatten die Hafenanlagen erreicht, deren Zugang durch große Gitter versperrt war. Aber sie begaben sich zu einer kleinen Schenke, wo gebackene Sardinen feilgehalten wurde, deren Geruch bis zu ihnen drang. Jedenfalls, schloss Garcia, geht diese Sache nicht mich an, sondern Raoul. Und den muss sie erst aufspüren. Das wird nicht leicht sein. Ach, erkundigte sich Cotard lebhaft, wo versteckt er sich denn? Garcia gab keine Antwort. Nahe bei der Schenke blieb er stehen und wandte sich zum ersten Mal Rombert zu. Übermorgen um 11 Uhr an der Ecke der Zollkaserne, oberhalb der Stadt. Er schien fortgehen zu wollen, kehrte sich aber nochmals gegen die beiden Männer und sagte, es wird Unkosten geben. Das war eine Feststellung. Selbstverständlich pflichtete Rombert bei. Kurz darauf bedankte sich der Journalist bei Cotard. »Oh, nicht doch«, erwiderte dieser gönnerhaft, »es freut mich, wenn ich Ihnen behilflich sein kann. Und dann, Sie sind Journalist, eines Tages werden Sie es mir vergelten.«